Heute ist Tag 3 des besten Trips, den wir in unserem ganzen Leben gemacht haben. Gestern hatten wir wirklich den besten Tag unseres gesamten Lebens bislang. Wir sind morgens auf so einen mega Sunrise-Spot hochgehiked. Wir haben Mantas gesehen beim Schnorcheln, wir haben Schildkröten gesehen, Thunfische. Wir haben abends, nachts noch die Haie gefüttert vom Boot aus. Wir hatten einfach einen wahnsinnig schönen Tag gestern. Und heute geht es direkt weiter. Heute ist die Rückreise zurück nach Labuan Bajo. Aber vorher werden wir nochmal schnorcheln gehen. Wir werden zu einer Sandbank fahren. Wir werden zu einem Turtle Point fahren. Und wir werden noch zu einer kleinen Insel fahren. Danach geht es für uns zurück nach Labuan Bajo, wo wir dann in ein neues Hotel einchecken, worauf wir uns auch freuen. Und dann werden wir den Abend in Labuan Bajo ausklingen lassen. Also seid gespannt, wir sind mega gespannt, was wir heute unter Wasser noch sehen werden, wie die Sandbank aussehen wird, mitten im indonesischen Ozean. Wir freuen uns auf den letzten Tag dieser epischen Komodo-Tour. Guten Morgen zusammen, ich bin einer der ersten Erwachers. Heute ist Tag 3 der Komodo-Tour. Also wenn ihr die anderen Abschnitte noch nicht gesehen habt, dann guckt euch auf jeden Fall die anderen Abschnitte an. Gestern war mit Abstand der brutalste Tag, den ich jemals erlebt habe. Und es ist, die Sonne geht jetzt auf, da geht die Sonne auf. Animal Spot. Wir haben gerade vom Boot aus eine Turtle gesehen, eine Schildkröte und Marca Cantatuna, ein Mantaraufen nochmal gesehen. Ihr müsst auch keinen Schnorchel hier mitbringen, denn das haben wir hier alles vor Ort. In den Körben unter dem Tisch liegen Schnorchelmasken, auch diese Ganzgesichtsmasken und auch Fins. Also braucht ihr nichts mitbringen. Wow, also wir sind jetzt auf der Sandbank und ich habe noch nie in meinem Leben so blaues Wasser gesehen. Es ist einfach verrückt, rundum blaues Wasser. Jetzt verbringen wir ein bisschen Zeit hier auf dieser einsamen Sandbank, schnorcheln ein bisschen drumherum, weil hier so das Korallenriff sein soll. Und es ist der Wahnsinn, es ist so blau. Man kann sagen, es ist im Paradies angekommen. Ihr glaubt es nicht. Ich würde das hier sogar auch Pink Beach nennen, wenn man sich den Strand anguckt. Es ist so schön hier. Alles ist blau und diese verlassene Sandbank. Unglaublich. Weit und breit ist gar nichts, kein anderes Boot. Wir sind die einzigen auf so einer Sandbank im Ozean einfach. Also, es ist unglaublich. So ein Paradies. Spot. Und unter Wasser haben wir tatsächlich nicht nur Turtles gesehen, also wir haben Turtles gesehen. Wie ihr gesehen habt, war ich so richtig, richtig nah an einer zum Beispiel. Die sind wahnsinnig majestätische Tiere, also total beeindruckend. Aber das ist nicht das Einzige, was ich euch erzählen möchte, denn wir haben auch Haie gesehen. Das war wahnsinnig beeindruckend. Wir haben unter Wasser noch nie zuvor Haie gesehen.
Und ja, das war einfach ein absolutes Highlight. Jetzt gibt es für uns noch Mittagessen, ein letztes Mal hier auf dem Boot. Und dann fahren wir zu unserem allerletzten Spot. Und wie ihr gehört habt, wir haben alle schon Hunger. Und da haben wir Kinawa Island, unseren allerletzten Stopp, der so ziemlich aussieht wie unser erster Stopp an Tag 1 der Komodo-Tour. Und ich muss sagen, die Komodo-Tour war absolut der Hammer. Wir mit unseren Freunden Laura und Finn hatten eine unglaubliche Zeit hier und dann auch mit den anderen, mit denen wir uns angefreundet haben. Und wenn ihr coole Leute auf dem Boot habt, dann wird das eine Erfahrung für euer ganzes Leben. Das war mit Abstand einer der größten und besten Reise-Experiences, die ich je in meinem Leben hatte. Lieben Leute, wir sehen uns in dem nächsten Abenteuer. Hat Spaß gemacht. Amazing. Habe ich Schuss. Dich sehe ich im Gesicht gleich. Und vergesst nicht, bei denen mal vorbeizuschauen, um die zweite Perspektive zu sehen des Komodo Nationaltrips. Da werden wahrscheinlich auch 3-4 Videos kommen. 100, glaube ich. 100 Videos. Da waren so viele Drohnen und Schnorchelshots dabei. So viele Mantas. Vielleicht gesehen. Machen wir ein Manta-Aftermovie. Ja. Und dann noch ein Schildkröten-Aftermovie. Gudi, ab zum Hotel. Willkommen, willkommen zu unserer Roomtour hier im Theodor Hotel in Labuan Bajo. Wir sind jetzt gerade das erste Mal eingecheckt und ihr habt live mit uns den allerersten Eindruck. Wenn man reinkommt, dann wird man einfach erschlagen von diesem wunderschönen View. Gebt euch das. Wir haben hier das offene Meer, das indonesische Meer. Da vorne ist ein Cruise Ship, da ist ein kleines Schifferboot. Es ist einfach unglaublich schön. Dann auf dieser Seite haben wir unser Bett. Es ist ein bisschen dunkel und cozy gehalten hier. Dann gehen wir hier weiter, haben wir einen riesigen Spiegel. Da haben wir die Lava, wir haben ein bisschen Kunstgalerie an der Wand. Und dann, wow, ich habe das Badezimmer jetzt noch nicht gesehen, aber holy moly, wir haben eine riesige Badewanne. Was ist das für eine coole Textur von, das ist Stein, das ist richtig cool. Oh mein Gott, das ist mit Abstand das fancyste Badezimmer, das ich bisher gesehen habe auf unserer Indonesienreise. Und dann haben wir eine super coole Dusche, wo die Steine sich mal nicht bewegen, das ist ja cool. Also das ist unser Zimmer hier im Theodor Hotel und ich muss euch sagen, wir sind sehr beeindruckt. Wow, was für eine unglaublich schöne Unterkunft, aber auch was ein unglaublich schöner Tag. Die Komodo-Tour war ein absolutes Highlight. Guckt euch unbedingt Tag 1 an, Tag 2, Episode 3, welche heute ist und dann auch Episode 4, die dann kommt, wo wir euch alles erklären, wie ihr das bucht, wie viel das kostet, wo und wie ihr es selber machen könnt. Wenn irgendjemand von euch sich überlegt, das gerne zu machen, dann macht es auf jeden Fall und bucht es gerne mit Captain Komodo. Das war einfach klasse, die ganze Cruise, es war einfach nur toll, also ein Wahnsinnserlebnis. Und das Hotel, in dem wir jetzt gerade sind, ist auch mega nice, das Theodor Hotel hier in Labuan Bajo ist ein bisschen off the path, also ist jetzt nicht im Zentrum, sondern ein bisschen außerhalb, aber es ist komplett ruhig, man hört jetzt gar nichts außer uns selber und es ist mega schön. Und es ist super modern und es ist super schön, was eine Rarität hier ist. Wir haben auch im Zentrum geschlafen und da ist es eher so laut. Für den Massentourismus abgecatert, die dann auf die Cruise gehen und wieder abhauen. Und ich bin auch mal gespannt, ob man die Moschee hier so laut hört. Wir sind letzten Nächte echt oft wach geworden, als wir in Labuan Bajo geschlafen haben. Es ist natürlich sehr ungewohnt für uns Europäer, genau. Ne, weil wir das nicht haben. Aber wenn euch das alles interessiert, wir lassen euch alles in der Videobeschreibung da. Schreibt uns gerne auf Instagram an, wenn ihr irgendwelche Fragen habt oder bei irgendwas Unterstützung braucht, was das Ganze angeht. Genau. Vergesst nicht, das Video zu liken, abonniert den Kanal und wir sehen uns im nächsten Abenteuer. Bye, bye. Bye. Ich bin Stolle. Was gibt's hier zu sehen? Ich mach mir gerade ein bisschen in die Hose, meine Drohne ist gleich am Arsch und ich muss noch 600 Meter. Wo war ich dann noch 6 Minuten? Easy. Ich fange an zu planen bei 2 Metern.
Athlete. Dann bin ich so, Sportmodus oder normal? Ja, so die Frage. Vielleicht kommt wieder ein Action-Landemanöver. Also viele Drohnen-Shots, die ihr seht, könnten von Finn sein, könnten von mir sein. Was? Wir machen hier ein gutes Tag-Team. Hier, yeah, da. Schon wieder der nächste Turtle. Next Turtle. Like, we saw already five turtles just in the morning. Five turtles, three sharks, six mantas. This is the best day in my whole life. Ich denke die ganze Zeit, dieser verschwarte Fleck da ist ein Manta. Ich auch. Die ganze Zeit. I think in the end. Kann ich sagen, dass die Frühstückssituation sehr gut aussieht. Was soll ich sagen? Frühstückssituation, das was mich unterbrochen hat. Yeah. I woke up at like a little bit before. Herr Stolle, haben Sie was zu sagen? Ich habe Hunger. Wie ihr sehen könnt, wir haben alle Hunger. Und es gibt Fisch. Das letzte Mal sieht richtig nice aus. Wir sind jetzt gerade am Packen, denn für uns geht es jetzt zurück nach Bali. Leider irgendwo auch, weil das auch wieder bedeutet, dass man wieder in den Alltag und in das ganze Arbeiten zurück muss. Aber um das Ganze abzuschließen, auch bezüglich des Hotels, wir sind mega zufrieden mit dem Hotel. Es liegt ein bisschen außerhalb. Also wenn ihr hier bucht, dann müsst ihr auf jeden Fall einen Roller haben oder irgendwie euch mit dem Auto fahren lassen. Hier gibt es auch Grab. Aber es ist super schön. Welcome back to Bali, Island of Paradise. Manchmal ist es verrückt, dass wir sagen, wir fliegen jetzt nach Hause und dann fliegen wir nach Bali. Das ist einfach verrückt. Manchmal glaube ich selber einfach noch nicht.